Als ich das gehört habe, wollte ich die Zeitmaschine unbedingt ausprobieren. Also, ich habe ihn gefragt, ob er noch die Zeitmaschine hat, aber er hat gesagt, dass seine Mutter sie wahrscheinlich schon zur Polizei brachte, weil seine Mutter sein Zimmer immer aufräumt, wenn er in der Schule ist. Ich war sehr traurig, weil ich die Zeitmaschine so gern sehen wollte. Am nächsten Tag hat mein Freund nach der Schule bei mir an der Tür geklingelt. Er hatte eine Schachtel mit vielen Knöpfen in der Hand. Ich habe sofort gefragt, was das ist, und seine Antwort war, die Zeitmaschine. Ich war sehr froh, wir sind sofort in mein Zimmer gegangen. Ich habe ihn gefragt, welchen Knopf hat er gedrückt? Er hat gesagt, dass er einen roten Knopf gedrückt hat. Das Problem war, dass alle Knöpfe rot waren. Dann habe ich ihm das gesagt, und dann hatte er mir gezeigt, welchen Knopf er gedrückt hat. Dann haben wir beide die Schachtel in die Hand genommen. Und als ich den Knopf gedrückt habe, waren wir in einem Wald mit komischen Pflanzen und gruseligen Geräuschen. Dann ist ein Dinosaurier aus dem Nichts aufgetaucht. Vor dem Schrecken haben wir die Zeitmaschine runterfallen lassen. Dann sind wir nach der Zeitmaschine gerannt. Als wir endlich die Zeitmaschine gefunden haben, hat uns der Dinosaurier fast geschnappt. Dann haben wir den Knopf gedrückt und plötzlich waren wir wieder in meinem Zimmer.